Guten Morgen, meine Lieben. Einen wunderschönen guten Morgen. Was für ein wundervoller Tag. Ich bin heute in der Früh aufgewacht. Was für ein wundervoller Tag. Welche Gnade ist uns gegeben, uns einfach so zu lieben. Ohne speziellen Grund lieben wir uns einfach. Und ich möchte dir einfach von Herzen sagen, wie sehr ich dich liebe. Ich möchte einfach dir von Herzen sagen, wie sehr ich dich liebe. Ich möchte dir einfach von Herzen sagen, wie sehr ich dich liebe. Welche große Freude ich empfinde, dich hier in diesem Moment zu treffen. In der Liebe. Wie sehr dieser alte Hass in gegenwärtige Liebe verwandelt wurde. Welche Gnade. Was für ein Wunder. Es ist einfach durch Gnade Gottes geschehen, dass ich dir von ganzem Herzen sagen kann, wie sehr ich dich liebe. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, meine liebe Schwester, mein lieber Bruder. Es ist so wunderschön, das einfach sagen zu können, dass ich dich von ganzem Herzen liebe. Das ist einfach das Wahrste und das Glücklichste. Das ist das, was mich wirklich so glücklich macht und erfüllt macht in meinem Herzen. Wenn ich dir sagen kann, wie sehr ich dich liebe, weil es wahr ist. Wenn wir zu jedem sagen können, wie sehr wir ihn lieben. Und das ist der Tag heute, wo wir das vielleicht ausdrücken können. Wo wir einfach gehen können mit unseren Liebsten. Oder auch mit denen, die vielleicht wir momentan noch nicht so. Und einfach vielleicht noch ein bisschen Probleme haben oder scheinbar schwierige Kommunikation haben. Und ihnen einfach sagen können, wie sehr wir sie lieben. Ich habe das gestern mit meiner Mutter gemacht und es war unglaublich schön. Das ist nicht immer sehr leicht, für sie glaube ich nicht sehr leicht und für mich auch nicht, zu kommunizieren. Wir haben einfach sehr verschiedene, man könnte sagen, Anschauungen, Meinungen, ich habe das schon von klein auf gehabt. Ich habe immer ganz anders gedacht und habe immer gedacht, es sind zwar meine Eltern, die mich hierher gebracht haben in die Welt. Und ich habe sehr, sehr gute Eltern. Aber irgendwo auf dieser Ebene, in der Formebene, sind wir einfach total unterschiedlich. Meine Eltern haben die Berge geliebt, ich habe immer das Meer geliebt. Nur als kleines Beispiel dir zu geben. Meine Eltern haben das Zuhause geliebt, zu Hause zu sein. Ich habe immer das Reisen geliebt. Meine Eltern haben immer diese heimische, österreichische Küche geliebt und ich habe immer die internationale Küche geliebt. Schon als Kind habe ich gerne Sushi gegessen zum Beispiel. Oder thailändische Küche oder indische Küche. Und so war das immer auf dieser Form eben eine schwierige Beziehung. Und ich kann dir nur sagen, weißt du, wie gut es sich anfühlt, wenn wir jetzt einfach zusammen können. Jeder kann den anderen so sein lassen, wie er ist. Und wir können uns einfach sagen, ich kann meiner Mutter sagen, wie sehr ich sie liebe. Weil das tue ich wirklich. Ich liebe sie von ganzem Herzen, so wie ich dich liebe. Vielleicht ist es auf der Formebene zwischen uns ein bisschen leichter, weil wir selten im Kurs sind und ja, dieses Gedankengut von Jesus pflegen und denken und ihn als Erlöser akzeptieren und den Kurs lesen und die Lektionen. Und doch kann es manchmal auf der Formebene nicht so leicht sein. Helen und Bill hatten keine leichte Beziehung, ganz das Gegenteil. Von Konkurrenz, Missgunst und Neid geprägt. Kennst du das, dass eine Beziehung von Konkurrenz, Neid und Missgunst geprägt werden kann? Da
Das ist, was der alte Hass ist. Das ist, von dem Jesus spricht im Kurs, der alte Hass. Eine Beziehung von Missgunst, Konkurrenz und Neid. Und die Beziehungen, die wir so führen, führen wir aus diesem Grunde. Wir sind, haben aus diesem Grunde diese Erfahrung gewählt, um hier Gottes Liebe in diesen Beziehungen zu erfahren. Ich habe mir meine Mutter gewählt. Ich habe sie gewählt. Ich habe meine Eltern gewählt. Ich habe die ganze Welt mit ihren Beziehungen gewählt. Aus einem einzigen Grund. Hör mir zu, um diesen alten Hass in gegenwärtige Liebe verwandeln zu lassen. Wir sind hierher gekommen, um diesen alten Hass in gegenwärtige Liebe verwandeln zu können. Und vielleicht befindest du dich gerade in einer schwierigen Beziehung mit deinen Eltern, mit deinen Kindern, mit deinem Partner, mit Arbeitskollegen, mit dem Chef. Mit Freunden oder Freundinnen. Und dann denke daran, es geht immer, du bist hierher gekommen, um diese Beziehung heilen zu lassen. Ich bin hierher gekommen, um Jesus in diese Beziehung eintreten zu lassen. Ich habe immer gebetet, bitte Jesus, ich lass dich in eine Beziehung mit meiner Mutter, mit meinem Vater, leiblichen Mutter und Vater eintreten. Ich will, dass die geheilt werden. Ich will nicht, dass sie diesen alten Hass, dass sie diesen alten Groll festhalten. Ich will, dass sie geheilt werden. Und das kann ich so schön sehen, das ist passiert. Sie sind geheilt worden. Mein Vater befindet sich ja nicht mehr in einem Körper, der hat seinen Körper abgelegt. Und meine Mutter ist hier und ich kann sehen, wie wirklich totale Liebe in diese Beziehung eingekehrt ist. Wie wirklich ein gegenseitiger Respekt, eine Liebe, ein sich verneigen vor dem Bruder und seiner Größe, seiner Schönheit und seiner Heiligkeit stattfindet. Das ist einfach so schön. Das ist das, was ich nicht sagen kann zu ihr. Ich liebe dich, Mama, von ganzem Herzen. Wir können immer noch unterschiedliche Meinungen haben und sie liebt die heimische Küche und ich liebe immer noch diese Sushi und thailändische oder indische Küche. Sie liebt immer noch den Winter, den kalten Winter, wo es Schnee gibt und wo es richtig kalt wird. Da sagt sie, das liebt sie. Ich liebe nach wie vor das Meer, das warme Wetter. Ich liebe es. Momentan ist es hier warm am Mondsee. Sie liebt nach wie vor, es zu Hause zu sein, in ihrem Haus, den Garten, im Garten zu sein, dort den Garten zu machen, ihre Blumen wachsen zu sehen. Sie liebt es. Ich liebe nach wie vor zu reisen, unterwegs zu sein, Menschen zu treffen, den Kurs zu teilen. Daran hat sich nichts geändert. Aber in unserer Beziehung, in unserer Liebesbeziehung hat sich was geändert. Diese Hassbeziehung wurde durch den Heiligen Geist, durch die Gnade Gottes in eine Liebesbeziehung verwandelt. Wir können uns treffen und wir können uns einfach in die Augen schauen und sagen, wie sehr wir uns lieben. Und es ist ehrlich gemeint. Kommt dieser Heilige Geist durch uns. Der uns vereint in dem einen, in dem gleichen Geist, in der Liebe Gottes. Das kann ich wirklich spüren, wie ehrlich das gemeint ist. Und meine Mutter drückt es dann auch die Liebe aus, einfach, dass sie gutes Essen bereitet. Oder dass sie es liebt, meine Wäsche zu waschen, wenn ich einmal zu Hause bin und die auch zu bügeln und sieht, wie die schön ausschaut. Das liebt sie einfach. Und ich liebe es, für sie einzukaufen. Ich liebe es, für sie mit Überraschungen, eine Überraschung mitzubringen. Ich liebe es manchmal, sie zum Essen einzuladen. Irgendwohin und wir essen dann, sie kann dann heimische Küche essen. Ich brauche sie nicht mehr überzeugen. Sie liebt nach wie vor in der Bibel zu lesen und ich liebe es in der Bibel und im Kurs zu lesen. Aber wir brauchen uns nicht mehr verändern. Ich brauche hier nicht zu beweisen, dass der Kurs die Bibel an manchen Stellen korrigiert. Das mache ich nicht mehr. Das hat es alles gegeben. Wir sind immer nur im Streit dann auseinandergegangen. Und jetzt ist einfach Liebe da.
durch die Gnade Gottes. Unendliche Liebe. Und ich liebe dich von ganzem Herzen, meine Schwester, mein Bruder. Es ist in Worten gar nicht ausdrückbar. Ich muss dir das ehrlich sagen. Und ich würde mir das heute so wünschen. Vielleicht hast du auch jemanden, den du heute in deinen Geist hast, zu dem du gehen würdest heute, genau heute, und sagen, wie sehr du liebst. Und wie sehr du das ehrlich empfindest. Vielleicht ist es jemand, mit dem du auch eine schwierige Beziehung auf der Formebene führst. Lass dich überraschen. Wir sind Lehrer der Liebe. Wir dürfen das auch ausdrücken. Ich liebe dich von ganzem Herzen, liebe Mama. Und danke für alles, was du für mich machst. So, wo mein Vater gegangen ist, seinen Körper verlassen hat, ich bin in der Kirche gestanden und habe nur Dankbarkeit für ihn gespürt. Mein Vater war ein sehr, wie sollte man sagen, ein sehr demütiger Mensch. Ein sehr einfacher Mensch. Er hat wenig Geld für sich ausgegeben. Aber er hat mir ermöglicht, Sachen zu machen. Ich habe können auf Schulen gehen, Sprachen lernen und durch das durch die Welt reisen. Und ich war so dankbar, so unendlich dankbar. Da war keine Trauer, da war nur Dankbarkeit dort. Dankbarkeit, dass ich die Ehre, die Freude hatte, so einen Vater zu haben. Ihn zu treffen, der mir so viele Sachen aufgezeigt hat. Auf der Formebene war er ganz anders. Aber es mir ermöglicht hat, mich dazu ermuntert hat. Und wenn wir uns manchmal lange nicht gesehen haben, trotzdem waren wir immer dann wieder gut und haben uns in die Augen schauen können und sagen, ich liebe dich so sehr. Das war nicht leicht für meinen Vater, sein Sohn, irgendwo der einzige Sohn. Die anderen Väter haben ihre Söhne gezeigt und mein Vater hat nie seinen Sohn zeigen können, weil der war nicht hier, der war in den USA oder in Mexiko. Und was macht dein Sohn? Ja, der ist Kurslehrer. Was Kurslehrer? Haben die Leute gefragt, was ist Kurslehrer? Mein Vater hat gesagt, der lehrt einen Kurs, einen Geistestraining. Und niemand hat es verstanden, was er damit gemeint hat. Das war nicht leicht für ihn. Und trotzdem hat er mir immer den Rücken gestärkt. Und trotzdem war immer diese totale Liebe da. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Und das ist, was ich heute mit dir teilen möchte. Meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, ich liebe dich von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all meinem Sein. Und wenn sollte ich irgendwas für dich tun können, bitte lass es mich wissen. Ich bin hier, du bist nicht alleine. Du bist nie mehr alleine. Ich wünsche dir einen wunderschönen Samstag, einen wunderschönen Tag in dieser Liebe. Und vielleicht findest du heute jemanden, sagst du zu jemandem, ich liebe dich von ganzem Herzen und zeigst dich ganz und ehrlich. Danke, meine Lieben, habt einen wunderschönen Tag. Ich liebe dich von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit meinem ganzen Sein. Danke für dein Dasein. Ich umarme dich. Danke.